Hallo. Ich glaube, der wollte sich gerade erschießen. Kann das sein? Leg dich mal schlafen, mein Freund. Aldemar HD. Toll. Hey Leute, hier ist Aldemar mit Deus Ex Mankind Divided. Wir sind repariert und gehen jetzt wieder hoch und machen weiter Nebenquests, bevor wir weitergehen. Zum Hauptquest natürlich. So, ich will jetzt mal Edward finden. Der ist nicht in der Kunstgalerie, wo ich dachte, sondern woanders. Das Edward und Irinka Quest. So, wir sind ja hier fertig. E-Book, nö. Nö. Ach, nö. Nö, nö. So. Springen wir mal runter. Oh. Hintereingang. War hier noch irgendwo was? Ah, wer weiß schon. Alles kaputt. Ah, das haben wir geschafft. Sehr gut. Oh, guck mal, ich dachte, da wäre einer. Jensen, hier die ganzen Leichen sind weg. Ich brauche schnellstmöglich Ihren Augenzeugenbericht. Wann werden Sie da sein? Kommt drauf an, wie viele Cops meine Papiere sehen wollen. Scheiße. Gegen die Staatspolizei kann ich nach dem Anschlag nicht viel machen. Kommen Sie, wenn Sie können. Miller out. Ja, geht doch. So, er soll irgendwo in dieser Richtung sein. Edward. Nebenmissionen. Edward und die Rinka. Ist der da? Da? Der soll... Das ist halt so schlecht. So unübersichtlich. Im Mini... Minimarkt, da! Und eine Verletzung. Er wird nicht angezeigt. Du machst mich krank. Der alte Mann sollte eigentlich allein sein. Lassen Sie mich in Ruhe! Ich hab gehört... Ach, die Fresse. Vielen Dank für alles, was Sie getan haben. Kein Problem. Hallo, Edward Brott. Du bist ja gar kein Opti. Danke. Ich wusste nicht, was ich tun soll. Es gibt nicht viele, die ein Mann wie ich um Hilfe bitten kann. Was wollten die? Was alle wollen. Geld. Sie stark fühlen. Zuerst dachte ich, sie wollen mich mitnehmen. Das kann jetzt jederzeit passieren. Vielleicht muss es dazu nicht kommen. Machen Sie einem alten Mann keine Hoffnung. Oder hat meine Tochter Sie geschickt? So muss es sein. Warum sollten Sie sonst... Bitte, wann kann ich Sie sehen? Hä? Wahrheitsgemäße Antwort. Nein, sie hat mich nicht geschickt. Sie haben für Opti-Papiere bezahlt, wissen Sie noch? Warum sollte Ihre Tochter mich schicken? Ich dachte, Sie und das Kind hätten vielleicht beschlossen, Opa mit seinen Papieren zu helfen. Aber sie weiß, dass ich nicht entdeckt werden darf. Ein Kontakt wäre zu gefährlich. Wann haben Sie sie zuletzt gesehen? Vor ein paar Jahren. Beim Tag des... Sie wissen schon. Dem Tag des Zwischenfalls? Als ich als Teenager nackt auf ein Fußballfeld rannte. Das war ein Zwischenfall. Aber das war das Werk des Teufels. Er hat uns gezwungen, zu sehen, was er sieht. Das ist eine lange Zeit, wenn man jemanden liebt. Sie trifft keine Schuld. Mein Schwiegersohn hält sie von mir fern, weil... Naja... Weil... Weil was? Stehe ich hier vor Gericht? Bald verurteilen Sie mich auch. Genau wie er. Wie alle. Verurteilen wofür, Edward? Sie sagen, ich wurde ein Monster. Im Park. Beim Zwischenfall. Sie waren bei Ihrer Familie, als das Signal kam. Darrows Signal. Als alle Optis die Kontrolle verloren haben. Ich habe den Jüngsten am Handgelenk gepackt. Und wir haben uns wie verrückt gedreht. Ich weiß nicht warum. Dieses Hochgefühl, das war nicht ich. Es war rücksichtslos. Da waren Mücken in meinem Gehirn. Da war Blut. Sie sagen, das war nicht ich. Jemand muss, ein Fremder, nach meinem Blackout. Bitte, Sie müssen mir glauben. Es kann nicht sein, dass ich ihm das angetan habe. Die Wahrheit sagen.
Als das Signal gesendet wurde, haben Optis schreckliche Dinge getan. Einige können sich nicht erinnern, andere wollen sich nicht erinnern. Die Wahrheit ist, dass es möglich ist, Edward. Aber sie sind nicht dafür verantwortlich. Wir hatten keine Kontrolle mehr. Als das Signal gesendet wurde, haben Optis überall schreckliche Dinge getan. Dinge, die sie sonst nie getan hätten. Einige können sich nicht erinnern, andere wollen sich nicht erinnern. Die Wahrheit ist, dass es möglich ist, Edward. Aber sie sind nicht dafür verantwortlich. Wir hatten keine Kontrolle mehr. Ich habe ihnen gesagt, es waren meine Hände, aber nicht mein Herz. Aber was heißt das schon? Warum sollten sie mir vergeben, wenn ich mir nicht vergebe? Einer von ihnen lebt noch. Und ob ich ihn nun sehen kann oder nicht, ich möchte in der Nähe bleiben. In Prag. Hier, auf den ersten Blick täuscht das jeden. Der Polizist hat gesagt, dass ich normal zahlen muss. Stimmt das? Nein. Oder? Nein. Nein, ich kassiere nicht. Ich bin hier, um zu helfen. Das freut mich sehr. Und jetzt? Muss ich etwas aktivieren? Ich kann meinen guten Mantel anziehen. Wenn ich warten muss, warte ich. Ich beschwere mich nicht. Ganz so legal ist die Sache nicht. Oh, muss ich irgendwo einbrechen? Das übernehme ich. Sie tauchen einfach unter, bis ich weiß, wie ich Ihre Nummer aktiviere. Gut, das krieg ich hin. Ich warte hier. Alles klar. Ja, wo muss ich denn eigentlich einbrechen? Was haben wir denn hier? Milena, ich habe beide Optis besucht, für die sie die Fälschung gemacht haben. Was jetzt? Der Computer für die Ausweisregistrierung der Augmentierten ist in der Regierungsstation. Sie müssen darauf zugreifen. In Anführungszeichen. Also einbrechen. Der Code zum Serverraum lautet 6788. Aber es gibt sicher noch mehr Sicherheitsmaßnahmen. Okay, verstanden. 6788. Oh, scheiße, jetzt habe ich nicht zugehört. Wo soll ich hingehen? Was haben wir denn hier? Bla 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 bla. Verzögerung, mehr Geld. Lieber Herr Edward Brott, aber den haben wir schon. Das ist der Dingens. Verbindung trennen. Der Drahtumir. Herr Edward. So. Okay, Nebenquests. So, wir haben jetzt das goldene Ticket. Das hier. Nach Siazivr reisen. Wir sollen reisen. Okay, dann machen wir das nicht. Dann lassen wir es erstmal leer. Das abgesperrte Gebiet betreten. Personalcode. Dingenscode? Was? Achso, das ist unten im Dingens, ne? Genau. Serif in meiner Wohnung stellen, quasi. Zur Rede stellen, wegen meinen, Opti-Sachen halt. Ihr wisst, was ich meine. Gangster. Komm, jetzt stehen hier bei Gangster rum. So, dann wieder in unser Apartment. Oh, ich komme langsam ins Spiel rein. Super, super. Jetzt hätte ich doch besser noch diese neuen Verbesserungen upgraden sollen. Und nicht, ist nicht zu tun. Aber guck mal, unsere Batterie ist immer noch nicht ganz aufgefüllt. Ich blick da noch nicht so ganz durch. Also nicht volle Power auf jeden Fall. Verstehe ich nicht. Ach nee, wir sind noch nicht oben. Entschuldigung, ich muss hier noch überall einbrechen. Das habe ich vergessen. Ich meine, oh, was haben wir denn da? Aha. Ah, wo sind wir denn hier? Ah, hier ist diese eine komische Wohnung. Sollen wir den mal ausknocken? Wer ist das überhaupt? Speichern? Ich drücke mich vielleicht nicht klar aus. Ich verarsche dich nicht, Eva. Aber die Dinge müssen sich ändern. Ich habe jetzt Connections. Ich habe die Dwellies. Mann! Scheiße, jetzt brauche ich erstmal neue Zuweisung. Wo sind die denn alle? Wir können die ganze Operation völlig neu aufziehen. Scheiße, wo sind meine ganzen, ihr wisst, was ich meine. Hab ich irgendwas ausgemacht? Ja, ne? Guck mal, wir können sogar Roboter hacken. Das ist das Geilste sowieso, ja? Kontrolle. Was haben wir hier? Achso, Hacker-Sachen. Das haben wir auch. Wir geben den Dwellies kurz mal speichern. 20. F1, F2, mehr F3, nicht. F4. Warum geht denn das jetzt nicht?
20% garantieren, dass Neon die Top-Droge in ganz Europa wird. Für diese Reichweite sind 20% gar nichts. Krass, das sind Drogenschieber. Ich bringe die Dwellies und nehme 50% vom Rest. Das ist nur fair. Ich bringe die scheiß Dwellies, verdammte Scheiße. Dafür steht mir ein größerer Anteil zu. Okay, dann knocken wir ihn mal aus. Oh, wo will er denn hin? Er setzt sich aufs Sofa. Nee, aufs Bett. Okay. Hallo? Ich glaube, der wollte sich gerade erschießen, kann das sein? Leg dich mal schlafen, mein Freund. Schläger. Okay, wo sind wir denn hier? Was haben wir denn? Hallo? Dimi z očí, Augu. Nejdřív mi vyhodíš město do vzduchu a teď čekáš, že já na tebe budu slušná? Buď rád, že ti neplivnu do ksichtu. Rabauke. Du tust mir aber nichts, oder? Die haben auf jeden Fall ausgenockt, Schläger. Naja, wie auch immer. Okay, Credit Chip. Dann machen wir mal weiter, bis sie sich aufregen sollte. Credit Chip. Okay, was haben wir denn noch hier? Da haben wir eine PDA. Eine PDA-Datenbank. Haben wir da irgendwas Wichtiges drinstehen? Sonst lassen wir es auch. Bonbon. Vertrauen. Es gibt Gerüchte, dass etwas nicht stimmt. Dass jemand hinter unserem Rücken mit Neon dealt. Denkst du, es ist Ivan? Ich habe dem Kerl nie getraut. Egal. Ich habe zur Sicherheit das Passwort für unseren Computer in Dobranok geändert. Wenn ich wegen Ivan was unternehmen soll, sag einfach Bescheid, Andreas. Dobranok. So, jetzt haben wir noch Schubladen, glaube ich. Weg damit! Das ist alles Bier. Heineken. Nee, das ist nicht Heineken. Das ist Hetrokratre. Ah, siehst du, Kühlschränke. Wir müssen das unbedingt lernen. Wo ist denn der Computer? Mann, der Kamera dreht sich immer noch so schnell. Da ist er doch. Gar nicht gesehen. Entschuldigung. Bonbon. Passwort eingeben. Das ist Dobranok. Dobranok. Ivan Sirko. Wer war das denn nochmal? Hinter unserem Rücken. Ich glaube, ich habe eine Spur. Wer hinter unserem Rücken Stoff vertickt. Apartment 20233. Havlani Sister Viertel. Ein paar Kids haben davon gesprochen und Neonächte erwähnt. Ich habe unsere Unterlagen gecheckt. Wir haben nie dorthin geliefert. Wo immer die ihr Zeug herhaben. Von uns kommt es jedenfalls nicht. Vlaska Novak, Neon-Lieferung. Ich habe eine Nachricht von Xarnobok erhalten. Wir sollen große Mengen Neon aus der Stadt schaffen. Und er sagt, ich soll mich an dich wenden. Also mache ich hiermit offiziell eine Bestellung. 6 Kisten Neon in meinen Lagerraum. Du weißt, welcher es ist. Ich bringe das Zeug dann über die Grenze. Achte darauf, dass dir niemand folgt, Vlasta. Es heißt, deine Umsätze entsprechen nicht der Menge an Neon, die im Umlauf ist. Man sagt, du schöpfst entweder was ab oder verteilst das Produkt gratis. Wir wissen beide, dass das nicht stimmt. Also frage ich dich, woher kommt das zusätzliche Neon? Was ist Neon? Was für eine Droge? Was macht die überhaupt? Die Vlalis haben nach ihrer Übernahme des Labors die Produktion in ihrer Hand. Und du solltest den Vertrieb in der Hand haben. Wenn Xnorburg rauskriegt, dass die Zahlen nicht stimmen, bist du der Hauptverdächtige. Sei vorsichtig, Roman. Sonst nichts? Okay, dir mit. Habe ich eine neue Quest bekommen? Neonnächte. Jetzt soll ich auch schon dahin reisen. Okay. Haben wir auf jeden Fall eine neue Quest bekommen. Sehr schön, dann gehen wir hier raus. Da hinten haben wir noch ein Räumchen. Ein Räumchen. Ein süßes kleines Räumchen. Din. Mal ein bisschen waschi-waschi machen. Oh, ich konnte das mitnehmen. Oh. Also ich bleibe auf jeden Fall bei der Schrotflinte oder bei der schallgedämpften Pistole. Okay. Dann gehen wir hoch. Wir wollen noch Serif zur Rede stellen. Serif. Wollen die zu mir? Ach ne, die steht irgendwo anders vor.
Okay. Achso, ich wollte mal upgraden, ne? Wir haben die Pistole nicht. Wir müssen die neu kaufen. Ja. Ich muss auf jeden Fall die Pistole upgraden mit Schalldämpfermunition, weil ich würde gerne stealthen, aber nicht unbedingt die ganze Zeit immer nicht töten müssen. Also dann knall ich die einfach ab mit dem Kopfschuss. Das geht super. Habe ich immer davor auch bei Human Revolution gemacht. So, wie reden wir denn mit Seraph? Der Fernbedienung. Seraph anrufen. Adam, was gibt's? Ich hatte nicht erwartet, so schnell... Und ich hatte nicht erwartet, dass mein Arzt inaktive AUX in meinem System findet. Was? Inaktive, experimentelle AUX. Sie wissen nicht zufällig was darüber, oder? Adam, die Entscheidung, die ich vor 2 Jahren für Sie getroffen habe... Ja oder nein? Nein, alle Arbeiten an Ihnen waren offiziell, darauf gebe ich Ihnen mein Wort. Was genau haben Sie gefunden? Experimentelle Test-AUX in meinem System. Koller sagte etwas von einer Neodym-Hülle. Wer kann so etwas entworfen haben? Mein Gott, Sie haben eine Titan-AUX? Das ist unmöglich, das war nur ein Konzept. Sie haben gerade gesagt, Sie waren es nicht. So ist es auch. Das VM hat mir vor 3 Jahren Pläne dafür gezeigt und gefragt, ob es funktionieren kann. Der Entwurf war von jemand anderem, Vadim Orlov. Megan und ich haben mal mit ihm gesprochen, aber er passte nicht zu uns. Pläne? Okay. Orlov? Klingt russisch. Wer ist das? Warum hat er nicht gepasst? Er war ein Wunderkind auf dem Gebiet der Neurowissenschaften. Abschluss in Moskau, Promotion in den USA. Seine Noten waren phänomenal, aber seine Theorien ziemlich schwammig. Und Megan hielt seine Ethik für fragwürdig. Megan? Megan Reed hat das gesagt? Die Frau, die ihn meine DNA zum Experimentieren gegeben hat? Wir haben ihn nicht eingestellt. Nach Beginn des Gesprächs war klar, dass Orlov nicht wollte, dass jemand seine Theorien hinterfragt. Vor allem keine starke Frau wie ihre Ex. Pläne. Diese Pläne. Sie haben nicht zufällig eine Kopie davon? Sie waren geheim. Ich hatte nie eine Kopie. Und gesehen habe ich sie nur, weil das Verteidigungsministerium meine Meinung wollte. Seraph Industries hat damals gute Arbeit geleistet. Wenn wir einen Plan abgesegnet haben, war er einwandfrei. Weiter. Ich muss diesen Kerl finden. Adam, ich spüre ihn für Sie auf. Ich fliege zwar bald nach London, aber ich kann telefonieren, Leute kontaktieren. Seraph Industries ist Geschichte, aber mein Name hat noch Gewicht in bestimmten Kreisen. Ja, los, Adam. Tun Sie's. Melden Sie sich per Infolink, wenn Sie was haben. Ich lasse Sie nicht im Stich. Ich habe es stets bereut, dass ich nach Panchaya keinen Kontakt gehalten habe. Als Sie lebend in Detroit aufgetaucht sind, 1 Jahr nach Ihrem vermeintlichen Tod, warum haben Sie sich nicht gemeldet? Ich konnte nicht. Ein Rettungsteam hat mich aus dem Meer gefischt und in eine Notfallklinik in Alaska gebracht. Niemand wusste, wer ich war. Und lange wusste ich es auch nicht. Mein Gott, Sie glauben doch nicht, zu dem Zeitpunkt hätte jemand... Finden Sie Orlov, Seraph. Ich brauche Antworten. Mach ich, versprochen. Ich melde mich. Ey, warum gehen eigentlich meine AUX jetzt nicht? Ich verstehe das nicht. Ich habe irgendwas verpasst oder so? Stabil. 100%. Ist doch alles in Ordnung. Wo haben wir denn unser... Da... Nee, was ist das? Smart Vision, ja. Praxis. Praxis. Wie viel brauchen wir eigentlich dafür? 2 Praxis. Auf jeden Fall sind die aus. Biozelle. Oh. Oh, extra Leben. Inventar, Augmentierung, Zuweisung aufgeben. Ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Es ist, vielleicht sollte ich mal neu laden oder so. Okay, nochmal speichern auf jeden Fall. So, nochmal speichern hier oben. Leute, ich muss jetzt sowieso pausieren. Wir sehen uns nächste Folge wieder. Deus Ex. Mankind Divided. Und ich würde sagen, bis dahin haut rein. Es wird interessant. Ich muss jetzt mal gucken irgendwie, dass ich meine AUX wieder ankriege. Hätte ich mit Koller nochmal reden sollen? Eigentlich nicht. Eigentlich war ich da fertig. Na gut, wie auch immer. Haut rein, Leute.